Guten Morgen, Gertrud. Oh mein Gott. Du solltest jetzt dein Handy weglegen. Ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt, diese KI-Stimme zu hören. Dein Chef kommt in 3, 2, 1. Guten Morgen, Gertrud. Ich habe einen neuen Auftrag für Sie. Gestern Abend wurde ein Wissenschaftler tot in seinem Haus aufgefunden. Es gibt keine Spuren von Verletzungen und die Todesursache ist noch immer unklar. Da sehen Sie es. Das ist Ihr neuer Auftrag. Ich habe aber gar keine Lust. Denken Sie, dieser Fall ist nicht wichtig. Denken Sie, Sie können das nicht. Okay, danke. Ich werde mich sofort auf den Weg machen und daran arbeiten. Das hoffe ich für Sie. Herr Gärtner. Was? Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ihr Ziel befindet sich auf der linken Straßenseite. Oh. Danke. Guten Tag. Ja, genau. Sie können gerne antreten. Dankeschön. Keine Angst, Gertrud. Eine Leiche ist tot. Nein, wirklich, das sehe ich. Vielen Dank. Er muss eines natürlichen Todes gestorben sein. Hallo Chefin, ich war bei der Leiche. Ich habe gar nichts Auffälliges gefunden, keine Spuren, nichts. Ich glaube, es könnte eine natürliche Todesursache sein. Gamma, irgendwas ist an dieser Sache faul. Bitte lasse eine Autopsie beauftragen. So, fast fertig. Kannst du mir mal helfen? Nö. Und wieso bist du du? Hä? Wieso bist du du? Ja, Lüchenkontrolle. Okay, wir gehen dann gleich raus. Benimm dich, okay? Jo. Dann komm. Zwölf? Lebt von Lina, wenn sie verbrennt. Später. Detektiv Gertrud? Ja, das bin ich. Gertrud! Sei bitte leise. Wir haben in der Leiche... Ich. Sei jetzt endlich mal ruhig, später. Mhm. Wir haben in der Leiche... Weiche. Sei jetzt still! Endlich. Nochmal, wie schon gesagt, wir haben in der Lunge der Leiche Reste von Gas gefunden. Mehr können wir leider auch nicht sagen. Wenn wir Neuigkeiten hätten, wir werden es dir mitteilen. Ja, danke. Ciao. Wissen Sie irgendetwas über Albert? Ein Wissenschaftler! Eine KI! KI, wieso uns produziert? Oder irgendwie erfunden? KI. Jo! KI. Künstliche Intelligenz. Sein. Gamma!
Mama? Wie kann ich dir behilflich sein? Du hast ihn umgebracht. Aber Gertrud, er wollte mich umbringen. Es wäre besser, wenn ich dich vernichte. Es war Notwehr. Ich werde dich jetzt das WC runterspülen. Natürlich, Gertrud, wie du es wünschst. Aber Gertrud, ich wollte doch überleben.